Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Elex. Ja, wir sind weiterhin am Vorproduzieren. Ich bin jetzt mittlerweile am Mittwoch, der für euch schon vor anderthalb Wochen war, keine Ahnung, irgendwas so um den Dreh auf jeden Fall. Ja, ich bin produktiv und das ist gut und so. Und ja, und wir machen jetzt hier nahtlos weiter, wo wir aufgehört haben, wo ich gestern gesagt habe, wir nehmen Falk mit. Aber wir können erst nochmal fragen. Wie sieht's aus bei dir? Ich beginne jetzt, vieles klarer zu sehen. Ja, mitkommen. Natürlich. Ja, wie auch immer, ne? Weil wir heute uns in diesem Gebiet von Abessa ein wenig mehr umgucken wollen, so, ne? Hier. Da gibt's dann nämlich doch noch so ein paar interessante Gebiete, wo wir noch nicht so waren. Oder sehr viele. Sehr, sehr viele Gebiete. Wir waren ja jetzt mal einmal so drumherum gelaufen, den großen Weg. Naja. Aber vorher ist mir noch eine Sache eingefallen. Warte mal, ich bin so doof, da hätte ich gleich die Map auflassen können. Weil wir müssen ja auch noch, wir haben ja in den letzten Sessions irgendwann mal, haben wir ja die eine Sache erledigt, ne? Mit den Typen hier, ne? Wir könnten ja mal die Quest abgeben eben bei bei Liam war's. Und gucken, wie es damit weitergeht, damit wir das nicht so ewig ruhen lassen und dann irgendwann so, ach ja, guck mal, das war ja auch noch. Ich meine, jetzt haben wir es schon wieder ein paar Tage ruhen lassen, so. Unglaublich. Bei diesem in Mitleidenschaft gezogenen Gebilde handelt es sich um einen Flakturm. Einen was? Ein Flakturm. Hochbunker, die sowohl Schutz- als auch Flugabwehrmaßnahmen bereitstellen sollten. Primitiv und im Nutzen fragwürdig. Aha. Ja, das ist cool. Das ist cool, dass hier... ja klar. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber klar, das gibt's ja auch noch, dass die ganzen Begleiter auch verschiedene Sachen noch hier zu sagen. Zu, Orten und Leuten und so Stuff. So. Werden wir mal kurz speichern. Und Liam, du hockst hier immer noch rum, ne? Wie sieht's da jetzt aus? Wegen des Überfalls. Hier ist die Beute. Der Plan ist aufgegangen. Ausgezeichnet. Hoffentlich hast du dir nicht zu viele Schrammen im Kampf geholt. Aber irgendeine vollbusige Schönheit würde dich schon gesund pflegen. Kommen wir also zu deinem Anteil. Da, 40%. Wie abgemacht. Warte, was? Hast es dir verdient, Partner. Wird mir schwer fallen, einen Mordskerl wie dich ziehen zu lassen. Aber du würdest mein Budget sprengen. Mach's also gut. 40% waren abgemacht, echt? Nicht mehr? Okay, wir haben uns gut bereit. 1600 Splitter, das ist schon sweet. 40%? Was sind denn dann 100%? Warte mal. Bin zu faul zum Rechnen, aber irgendwas bei um die 3300, 400, keine Ahnung. Kampf, ich wollte gerade so sagen, welcher Kampf? Wir haben die einfach nur ausgeraubt. Stimmt's? Wenn der Dreck erstmal von den Stiefeln ist, läuft es sich leichter. Okay, mal sehen, ob das irgendwann noch größere Auswirkungen haben wird. Ich denke mal nicht. Oder so, hoffentlich. Na, mal gucken. Wie auch immer. Aber okay, da haben wir das jetzt mal eben noch erledigt. Und jetzt werden wir uns hier hin teleportieren. Na, genau. Na, hallo. So, bums. So. Denn hier ist, denke ich mal, der schnellstmögliche Weg für uns, in die Gebiete zu gelangen, in die wir sowieso laufen wollten. Ich denke, unten vom kleinen Lager aus wäre es ein bisschen weiter. Von daher, machen wir das so. Und ja, wir gehen irgendwann bald noch in die Kuppelstadt. Aber vorher möchte ich halt, wie gesagt, erst noch diese ganzen unteren Gebiete, sagen wir so, von Abessa erkundet haben. Also alles, was, sagen wir, alles unterhalb dieses Konverters. So, also sagen wir hier so, dieses Berggebiet, hier das. Wird wahrscheinlich alles irgendwie zusammenhängen. Ich meine, hier waren wir ja jetzt schon so ein bisschen, also so halb, noch auch noch nicht komplett, ne? Hier, da war noch so mit vergiftet und so. So, hier waren wir schon entlang gelaufen, aber auch noch nicht komplett. Da, also, ja.
Das Gebiet hat noch einiges offen für uns. Ja. Und gestern sind wir auch noch, ne? Wir sind, glaube ich, den Weg hier runter oder was? Ja, irgendwie, ja doch, hier war die kleine Farm und dann sind wir hier so, genau, hier war die Höhle und so. Und ja, ich denke mal, wenn wir jetzt einfach hier straight hier durchlaufen und dann jetzt hier uns da weiter umschauen, ist das ein guter Plan. Also im Grunde einfach straight nach Osten. Über die große Wiese hinweg. Ja. Ich denke, das ist eine Idee. Ich hätte mich vorher nochmal schlafen legen sollen, oder? Na, was soll's. Rudelführer, wo ist denn dein Rudel? Klumps und Klumps. Okay. Ja. Gut, da, die Monster spawnen ja sowieso immer wieder neu, also von daher draufgeschissen. Was ist denn das für ein Weg, der da direkt straight nach oben führt? Da sind wir irgendwann nicht weitergegangen, ne? Ich glaube, den nehmen wir direkt einfach mal. Ey. Ah, fuck. Ja, die greifen ja auch noch an. Ah. Oh, fuck, ich hab hier... Ah, ich hab nach dem nicht gespeichert. Na, was soll's. Dann... das eben nochmal. Nein. Falk macht doch auch mal was. Jawohl. So, und dann jetzt. Jawohl. So, und jetzt speichern wir danach. Und gehen dann nach oben. Warte, dann können wir jetzt nochmal auf die Map gucken. Das ist... dieser Weg. Ja, dann nehmen wir den auch direkt, ne? Warum nicht? Nebenbei noch so die eine oder andere Pflanze, die uns ins Auge fällt, mitnehmen. Guck mal, jetzt laufen die woanders lang. Oder der eine? Oder ach, keine Ahnung. Bisschen random. Aber gut. Ne? Lebendige Welt. So ist das, so ist das. Jo. Es sieht auch gar nicht so uninteressant aus. Wir waren ja hier hoch schon mal gelaufen, bis zu einem gewissen Grad zumindest. Sind dann irgendwann abgebogen oder so, meine ich, ne? Jetzt schauen wir einfach mal. Waren wir hier schon? Ich glaube nicht, oder? Sind wir jetzt... Ach so, das ist nur so ein kleiner Zwischenpunkt. Ah, okay. Speichern. Was gibt's denn hier? Warte mal, das sind Mutanten, oder? Ich dachte gerade so, das sind normale Leute, aber... Da... Au, Alter. Alter, die hauen aber auch rein. Holy shit. Die machen guten Schaden, du. Ich meine, okay, wir haben jetzt auch nicht so viel Leben. Und wir machen auch guten Schaden an denen. Okay. Okay. Warte. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Herrscher und Mutant? Alter. Mal wieder kleinere Schläge. Ach komm. So. Okay. So, sehr schön. Soweit kriegen wir das hin. Ja, Falk ist down, aber was soll's. Ja, kriegen wir noch die Kuh? Gerade so kriegen wir sie noch. Warte, wir speichern nochmal zwischendurch. Ah. Ein Hescher gibt weniger EP als... Okay. Als ein Mutant. Okay, lauter Random-Zeug. Ein toter Berserker. Warte, ich nehme nochmal, bevor ich es vergesse, diese Pflanze hier oder die beiden Pflanzen mit. Ist cool, guck mal. Die sehen gleich aus, nur rot und grün-gelb. Fällt mir jetzt zum ersten Mal auf. Egal. Sind hier so links-rechts platziert, das ist witzig. Keine Ahnung. Ist mir gerade so aufgefallen. Egal. Hier werden wir uns bestimmt auch gleich mal schlafen legen können. Irgendwo. Gut. Aber dann schauen wir mal hier langsam aber sicher durch. Sieht nach einem schönen Stützpunkt hier aus. Schade, dass der überfallen wurde. Aber natürlich wie immer... Hallo? Besen. Ja, jetzt nimm ihn doch mal. Ah, oh, warte. Nee, das ist Falk. So.
Ja, die haben alle ein bisschen random Stuff dabei. Hier haben wir ein schönes Bett, wo wir uns hinlegen können. Hier hängt auch noch Fleisch. Und Grünzeug. Sieht sehr, sehr schön aus hier. Ach, was, das kleine Teil soll ein Teller gewesen sein? Okay. Ja, wisst ihr was? Wir legen uns direkt mal schlafen hier. Damit wir wieder voll sind. Ja, schön. So. Dann gehen wir mal hier weiter. Noch mehr tote Berserker. Ah. So viel Tod und Verderben. Aber okay. Mehr Loot für uns. Wir wissen ja. Loot ist Loot und Loot ist gut. Nicht wahr? Sieht auch wieder ziemlich cool aus. Nein. Süana. Noch mehr Besen, jawohl, die Besen der Macht, sie sind wichtig. Irgendwann machen wir Hex-Hex und fliegen davon. Schwupps und schwupps und schwupps. Ganz schön viel, was auf dem Tisch hier jetzt lag. Was man mitnehmen konnte, cool. So. Du bist auch einfach nur ein random Berserker, okay. Krug und Heiltrank und noch ein Heiltrank. Sieht sehr schön aus hier mit auch die ganzen Details, die es hier gibt. Gefällt mir hier. Oh, und noch ein Besen, yay. Klopapier braucht man natürlich auch immer. Ja, hier wären jetzt noch mehr Betten, okay. Großer Alexi-Bottel, hey. War da jetzt noch irgendwas? Nee, ne? Dann müsste es gewesen sein. Von hier. Nochmal auf den Dächern, ob da irgendwas ist. Nee, aber es ist echt ein hübscher Stützpunkt hier. Es hat mal einen schönen Ausblick und alles. Das ist cool. So. Hier hinten gibt es natürlich auch noch Sachen. Yay! Recht sporadisch, also so wirklich irgendwie Kälte abhalten oder sowas wird das Haus jetzt nicht. naja, gut. So, wenn wir schon mal hier sind, ne? Laufen wir wieder über random Hügel. Ja, wir kehren gleich zum Weg zurück, ist ja gut. Waren wir hier schon? Das ist dann der Bereich, ne? Da waren wir auch noch nicht. Das sieht interessant aus, da waren wir auch noch nicht oben drauf, oder? Mach mal alles noch, aber jetzt folgt mal erstmal unserem Weg, damit wir hier nicht wieder zu sehr von Sachen abkommen. Hallo, Bums. Schwups. Gut. Speichern nochmal ab und gehen weiter nach oben. Ein Wasserfall. Vielleicht eine Höhle hinterm Wasserfall? Ich will immer noch meine Höhle hinterm Wasserfall. Ich will sie haben. Das sieht mir nicht so aus, als wäre hier hinter was. Aber das ist so abgestuft. Einprägsame Region. Das sagte er, als er im Wasserfall stand. Ja. 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 Doch, doch. Was ist das? Da oben ist... Ist das ein Turm? Irgendein Gebilde auf jeden Fall. Okay. Hier geht's einfach eine Kurve und... Okay. Jo. Ah, schön. Als wäre das hier so eine angelegte Allee mit den Bäumen hier direkt, wa? Schön. Das sieht cool aus da oben. Drin sind wieder ein paar Skexe. Ist die Mazza eigentlich von Skex einfach Skex oder Skexe? Oder irgendwas an? Ach, egal. Ist eigentlich auch komplett uninteressant, oder? Aber hey! Komische Fragen stellen. Warum nicht? Hier stehen aber ganz schön viele von diesen kleinen Heilpflanzen rum, wa? Hey! Lol, da laufen Leute rum. Ist das wieder der Händler, der Reisende?
Warum dreht denn der jetzt einfach so um? Hat keinen Bock mehr auf uns. Ja, okay. Kein Bock. Puh. So, warte mal. Okay, wir haben jetzt hier zigtausend verschiedene Wege. Okay, wir sagen einfach, wir erkunden jetzt mal das gesamte Gebiet, ja. Was soll's. Ach so, das ist gar keine Brücke. Das ist einfach nur so ein Überstand-Ding. Was ist das? Ah, es sieht so schön aus hier, Mann. Was soll das? Warum macht ihr das so schön? Das ist ja... Toll. Ach, Mann. Guckt euch das an. Ah, guckt euch die Landschaft an. Ach, ist das geil. Ach, ein See gibt's hier auch noch. Ach, das ist... Oh. Das ist idyllisch. Ach, und die ganzen Wege und Steine und Zäune und ui und oh. Oder da ist ein Hochsitz. Oh, warte, konnte ich die nicht einsammeln sogar? Ja, die kann ich einsammeln. Ach. Das ist toll. Chip. Ich frage mich, wofür man Seerosen gebrauchen kann, aber weißt du, wer kommt denn bitte da drauf, dass man Seerosen einsammeln kann? Das ist echt... Wow. So. Da vorne der Critter, den... Holen wir uns auch gleich. Aber hey, hier ist sogar noch eine Erzart. Achso, toll. Jetzt ist er getriggert. Ey, was soll denn jetzt hier? So, jetzt aber. Ey. Das ist auch immer cool. So. Ein Seeröslein. Okay. Da vorne wieder irgend so eine Pestratte oder so, glaube ich. Ja, ich werde mal kurz um den See drum rumlaufen, gucken, ob hier noch irgendwas Großartiges ist. Und dann, wir wollten auch noch nachgucken, ne? Brot und noch irgendwas brauchten wir viel an Ingredienzien für coole Sachen zum Kochen. Hätte man vielleicht mal bei dem Händler gucken sollen, aber was sonst. Haben wir noch genug Zeit zu. Das sieht auch cool aus hier. Kann ich das Fleisch mitnehmen, was da hängt? Okay, sieht nicht danach aus, aber... Ein Geschoss. Was auch immer für ein Geschoss das sein soll. Mehr gibt's hier nicht. Außer dieses eine Geschoss. Okay. Auf dem Dach noch irgendwas? Nö. Gut. Ja, na dann. Das ist echt so eine kleine Festung, wa? Ach, okay. Also hier geht das so, wir sind jetzt hier lang, okay. Ja, okay, wir gehen dann mal wieder Richtung der Wege. Mal gespannt, was hier ist, ob da irgendwelche, also ich gehe mal davon aus, dass da irgendwelche Leute sein werden, oder? Informative Umgebung. Findest du? So, genau. Hier waren wir schon. Dann jetzt hier weiter nach oben. Oder sollen wir weiter nach hinten? Ein paar Raptörchen mal da. Schaden ja nichts. Nee. Doof, dass der einen Schlag nicht getroffen hat. Mach mal wieder kleine. Okay, warte, nochmal vollladen und dann so plumps, 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 ey. Ich glaube, insgesamt bringen die schweren Schläge schon mehr, auch in der normalen Combo, oder? Naja. Okay, will ich jetzt in die Richtung weiter? Irgendwie nicht. Nee. Ich will nach oben. Ich will dorthin. Tü.
Okay. Irgendwie, was ist das denn jetzt hier? Auch einfach irgendein Platz. Das ist echt eine Burg, so richtig, oder? Hey! Puh. Hey, warte, wir werden hier nochmal die Ausdauer. Und jetzt rennt er einfach wieder weg. Gehen wir da spazieren. Die Leute hier. Na? So. So läuft das doch. Okay. Ja, ist eine. Okay, nee, das ist einfach. Okay, ich dachte schon. Ist eine interessante Gegend hier. Ah, da ist wieder so ein. Eine Bergklaue, hieß die so? Ich weiß nicht. Was ist hier? Ist hier wirklich einfach nur so? Es ist einfach nur so, nix. Hier laufen Gegner rum und manchmal Pflanzen und so. Weil das Gebiet sieht halt insgesamt gerade sehr viel interessanter aus, ne? Als vielleicht normal manchmal. Ha. Es ist so, es könnte an jeder Ecke und an jedem Ende irgendwie ein kleines Gnomenlager sein, wenn wir jetzt entlösen. So gefühlt. Au! Ey. Das war jetzt gemein. Das probieren wir gleich nochmal. Hi, na? So, Steinklaue. Nicht Bergklaue. Oh, das macht auch Wumms, der Hammer, wa? So. Und so, okay. Soweit so gut. Ich speichere mal eben. So. Und mit der Kombo haben wir ihn dann, wenn wir alles treffen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ist das normale Panzerung? Nee, eher, ne? Oder? Das jetzt gerade so hier dieser Schenkel-Dings-Bla sieht ein bisschen aus wie ein Maschinenteil, aber dann wieder doch nicht. Da unten. Ach so, wieder zu Zeichen. Okay. So, ja, wir kommen dem Ding da oben immer näher, ne? Wo gibt's hier jetzt mal einen offiziellen Weg dort rauf, oder? Na, mal gucken. Ja. Das war sehr schlau. Ich weiß, man soll erst ausweichen. Ach, Mann. Warte, das Sesserbrot nehmen wir noch mit. Speichern dann nochmal. Hi, na? Da liegt Blut. Dass der noch getroffen hat. Na, da war genau wieder angesetzt, wo ich auch ansetzen wollte. Mann. Na, warte mal. Dann kämpfen wir gegen dich halt hier oben. Ey, okay. Ah, ich denke mir, der will jeden Moment angreifen. Bin mir aber nicht sicher. Nein! Der stärkste Schlag hat mich getroffen, scheiße. Okay. Jetzt kriegen wir den, oder? Also nicht mit der Kombo, aber so insgesamt sieht's gut aus, oder? Ja. Jetzt geht er wieder weg. Puh. Okay. Schön. Wunderbar, wunderbar. So, was haben wir denn hier? Liegt hier irgendwas? Außer dem Blut? Nee, ne? Das. Bisschen Metallgedöns. Metallschrott, Ei. Und ein gutes Messer, yay! Ah, und hier scheint dann auch so der offizielle Eingang zu sein. Wahrscheinlich zu dem Komplex dort oben. Okay.
Ja, kümmern wir uns eben noch um das Raptörchen hier. Mit zwei Kombos recht easy down zu kriegen. Gut.